Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Studio Ostende Heizlüfter. Das ist unser Thema diesmal für das Wohnmobil, um hier so ein bisschen Wärme reinzubringen. Geht natürlich auch für den Wohnwagen, ja, um so ein bisschen reinzufüdeln. Wir haben zwei Stück, wir haben das Ding bei Hornbach gesehen, da haben wir einen gekauft und dann haben wir im Internet geguckt, da haben wir die Preisgarantie genommen. Der liegt so um die 13, 14 Euro. Dafür solltet ihr ihn bekommen. Auf dem chinesischen Markt sind die etwas anders. Die Unterschiede zeigen wir euch. Wir gehen ins Detail, ihr seid dabei. Mats ab, auf geht's! So, der pudelt das Ding hier ganz schön warm, also so in 10 Minuten, dann haben wir hier Wärme drin. Hier im Wohnmobil ist es so, dass dieser kleine Heizlüfter hervorragend hier in diese Ecke passt, hier bei unserem Bedientableau, ja, und er macht hier schöne warme Luft. Man wundert sich, das sind zwar nur 500 Watt, ist nicht zu viel, wird nicht zu stark, die Stromsteckdose, die wird nicht zu stark belastet und wir haben hier einen zweiten und diese Unterschiede, das gucken wir uns jetzt alles mal drinnen im Studio an, weil da haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten, hier draußen weht auch der Wind, da können wir die geräuschtechnisch mal vergleichen, der eine kommt aus China, ist für und der andere ist hier für Deutschland, kleine Unterschiede, aber im Großen und Ganzen haut das soweit hin. Das gucken wir uns jetzt drinnen an. Auf geht's, wir gehen rein ins Studio. So, jetzt sind wir drinnen. Um diese beiden Geräte geht es. Dieses Gerät haben wir bei Hornbach gefunden und daraufhin sind wir da überhaupt erstmal aufmerksam drauf geworden. Danach haben wir das Internet durchgeguckt und haben dann ein anderes Gerät gefunden, das liegt zwischen 12 und 16 Euro. Hornbach nimmt 24 Euro. Hornbach hat eine Preisgarantie gegeben. Dies hier hat ein CE-Zeichen, dies hier ist aus China. Aber um bei Hornbach eine Preisgarantie zu bekommen, ist es wichtig, dass ihr einen europäischen Anbieter nehmt. Und wir blenden hier mal eben den Anbieter ein, den wir auch für die Preisgarantie bei Hornbach genutzt haben. Aber ihr könnt das Gerät auch direkt dort bestellen. Und die Unterschiede, wir fangen mal mit dem Gerät von China an. Das ist schon ganz anders verpackt. Wir hatten das eben schon draußen. Ich habe es wieder so eingepackt. Bei unserem China-Gerät ist hier so ein Handschuh mit dabei für den Backofen, um Sachen anzufassen. Und dies hier ist das Gerät. Ich zoome euch ran. So, dies hier ist das Gerät von dem chinesischen Hersteller. Es ist, würde ich fast sagen, fast identisch. Da habt ihr hier vorne den Vorteil, ihr könnt hier drücken und dann kann man hier diesen hier noch drehen. Das heißt, man kann es so rum in die Steckdose stecken und dann arretiert das hier wieder. Das ist das Gerät aus China hier oben. Das ist so ein bisschen verschoben von dem Emblemen her. Dies ist das Paket von Hornbach. Ja, da ist das schon gleich ganz anders eingepackt, wie wir das hier sehen können. Hier ist also ein vernünftiges Styropor drin. Und hier ist eine vernünftige Bedienungsanleitung, die auch auf Deutsch gut leserlich ist. Das ist eine andere Geschichte. Bei dem anderen haben wir auch eine Bedienungsanleitung. Und hier ist das Gerät drin. So, dieses Gerät hat hier oben eine ganz andere Bezeichnung, hier oben auch. Wir haben hier unten einen Stempel mit einem CE-Prüfzeichen drauf. Ja, und jetzt halten wir die mal eben nebeneinander. So, Lasco hat die Knubberfolie durch, der macht die kleinen Luftbläschen unheimlich gern kaputt, da ist er gut mit beschäftigt. Darf er jetzt auch, weil die beiden behalten wir und machen da einen Langzeittest mit. So, hier haben wir einmal das Gerät für den deutschen Markt mit einem CE-Prüfzeichen drauf. Gerät vom chinesischen Markt. Wir sehen hier oben, das Icon ist nicht ganz in der Mitte. Hier ist die Temperatur, ist ein bisschen unterschiedlich. Hier an der Seite befindet sich ebenfalls der Einschalter. Und wenn wir das Gerät starten wollen, müssen wir hier drücken.
Das ist jetzt die langsame Version. Und wenn wir hier nochmal drauf drücken, haben wir die High-Version. Und hier haben wir den Timer. Das ist die Timer-Funktion dieses Gerätes. Da drücken wir den Timer hoch und runter. Die Temperatur stellen wir hier ein. Hier wird die Temperatur eingestellt. Und wenn wir ihn ausschalten, läuft er die Minuten herunter. Und wenn wir das Gerät starten wollen, müssen wir hier drücken. Es hat mir den Anschein, dass dieses Gerät etwas ruhiger ist. Ja, als nächstes schauen wir mal rein in die beiden Kisten. Wir wollen ja sehen, wie sieht es von innen aus, weil wir gehen ja ins Detail, ne? Sonst wären wir ja nicht dabei. Okay, auf geht's, wir gucken rein. Hier sehen wir das Modell für den deutschen Markt. Unterschied, hier sind 4 Schrauben drauf. Hier ist ein etwas größeres Schütz. Hier ist eine andere Platine drauf. Die sieht etwas qualitativ hochwertiger aus vom Verlöten her. Und hier haben wir die aus dem chinesischen Markt. Hier haben wir eine andere Platine. Hier fehlt eine Schraube bei den Befestigungen von dem Lüfter. Der Lüfter ist identisch groß. Hier ist eine etwas andere Platine mit Display. Die Thermoschalter, die sind identisch da unten. Ja, hier oben ist, und das ist die Betriebslampe, die wir hier noch sehen. Das ist sonst alles soweit identisch. Jetzt bauen wir sie wieder zusammen. Das ist dieses Element und das ist dieses Element. Hm? Ja, wir haben diese beiden wieder zusammengebaut. Sie funktionieren wieder. Wir haben sie auch in der Steckdose gehabt. Die funktionieren wieder. Wir haben hier eine deutsche Beschreibung bei, die wirklich auch von der Schrift her groß ist. Ja, also die kann ich auch gut mit der Brille lesen. Das ist ja auch immer dabei. Ne? Die Bedienungsanleitung, obwohl so viel Bedienungsanleitung braucht man dafür ja nicht. Ne? Also wir bauen das ja immer so. Ne? Also du, ne? Erstmal gucken und dann gucken wir auch in der Bedienungsanleitung. Meistens geht uns Männern das ja so. Die Frauen sind uns da einen Schritt voraus, muss man ganz klar sagen. Die lesen nämlich erst und probieren dann. Ja. Aber gut, davon ab. Hier bei unserem China-Produkt, da steht auch drauf, China, hier ganz unten, ganz klein in der Ecke. Das ist ein bisschen mau, was dabei ist. Ist auch ganz schön klein. Ne? Aber Fazit von diesen beiden Geräten müssen wir ganz klar sagen, sind beide nicht schlecht. Bei uns ist das China-Gerät ein bisschen leiser vom Geräuschpegel her. Von innen sind sie fast identisch aufgebaut. Das China-Gerät mal eine Schraube weniger, ein bisschen spillernd. China-Gerät ist hier zum Drehen. Ja, ob das vom Vorteil ist, weiß ich nicht. Also die Kontakte hier, die können dann auch mal verschleißen, wenn man da zu viel rumdreht. Und dann sind die hier nachher ab. Das ist bei diesem Europa-Gerät, sage ich mal, hier festgestellt oder festgesetzt, fest arretiert. Das geht nicht zu drehen. Fazit, beide Geräte sind soweit gut. Wir verlinken euch das Gerät zu Amazon. Diese andere Geschichte, wenn ihr die Preisgarantie bei Hornbach in Anspruch nehmen wollt, dann müsst ihr, geht es nicht mit chinesischen Geräten. Ja, das, da sind die, also wenn die aus China kommen und so weiter, sind die vergleichbar. Am liebsten hätten die immer den kompletten Barcode gleich. Das funktioniert natürlich auch nicht.
weil ja gewisse Geräte auch reinweg nur für diese großen Einzelhandelsunternehmen gefertigt werden. Ja, dann ist dann ganz an der Barcode drauf. Ich sag mal, wenn die Metro, die Rewe oder sonst wer da irgendwo mal große Einkäufe macht, dann haben die auch eine eigene Artikelnummer. Da ist hinten ein kleines Häkel dran und das ist dann, sagt so viel aus, Rheinberg für die Metro gefertigt oder. Dann, gut, das kriegt man natürlich nicht hin. Die baugleichen Geräte gibt es natürlich auch. Das nur am Rande erwähnt. Wir nochmal eben ganz kurz drauf zurück. Wenn ihr die Preisgarantie bei Hornbach in Anspruch nehmen wollt, dann müsst ihr die andere Annonce nehmen. Da war ja noch ein Gerät vom deutschen Hersteller und deutschen Importeur, der dann auch dieses CE-Gerät soweit auch anbietet. Ja, das hat bei Hornbach ansonsten gut funktioniert mit der Preisgarantie, muss ich wirklich sagen. Ich habe da auch eine Quittung drüber, wollte ich jetzt hier reinsetzen, aber Quatsch. 13,50 Euro haben wir am Ende bezahlt, das heißt die Preisgarantie minus 10%. Und ja, wir hoffen, wir konnten euch ein wenig die Hütte einheizen und sagen bis denn, Osterhände und schließlich und schalte wieder ein, wenn es da heißt, Studio Osterhände geht ins Detail und ihr seid dabei. Und lasst mal die Ausländer. Tschüss. Schönen Tag.